Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung beziehungsweise einem Mod-Update. Es geht um einen weiteren Pferdestall und das seht ihr in einem kurzen Intro. Ja, ich freue mich sehr über den neuen Pferdestall. Das hat zwei Gründe. Zum einen finde ich das super, wenn es weitere Pferdeställe gibt, die einfach gut aussehen und den Hof Hirschfeld hier ein bisschen erweitern. Ihr seht ja, ich habe ja ganz viel mit Pferden zu tun. Ich habe das hier komplett auf Pferde ausgelegt. Und das Schöne daran ist auch, ich habe da schon mal eine Mod-Vorstellung zu gemacht und da waren die Tore zu niedrig und habe das Licht nicht gefunden und der Modder hat mich sofort angeschrieben und hat gesagt, er macht, passt das an, er macht die Tore höher, damit auch die großen Geräte reingehen. Fand ich super, ne, dass der direkt hingegangen ist. Tee bereit. Vielen Dank dafür. Ne, wir sehen das hier direkt, dass du das angepasst hast. Und ja, deswegen freue ich mich, hier diesen neuen Pferdestall auch nochmal platzieren zu können. Ich möchte den hier hinten platzieren. Ich möchte den auch nicht ganz so gerade wie die anderen immer platzieren. Ich möchte den so ein bisschen schräg stellen. Zum einen kommen wir dann auch mit den Traktoren besser daran. Und der hat hier natürlich auch den Ausgleich. Also ich habe hier schon immer gesagt, ich möchte hier Hof Hirschfeld erweitern. Und der kommt dann auch hier hin und bleibt dann auch hier stehen. Sollen wir mal gucken, wenn ich zu hoch haben. Das soll ja auch ein bisschen, soll dann mal da hinten anpassen. Das werden wir dann irgendwie ein bisschen schöner machen natürlich. Mal gucken, dass der hier nicht zu hoch steht. Da vorne die Ecke wollte der schon reingehen. Ne? Hier wird er dann wahrscheinlich ein bisschen hochkommen. So, ich denke, so ein Mittelding hier. Dann müsste das passen. Da vorne müssen wir sowieso ausgleichen. Der hat ja auch so eine Terrainanpassung. Ich stelle mal hier hin. Und alles andere machen wir dann später schön. Dafür haben wir ja das Landschaftstool zum Anpassen. Und ja, dann möchte ich euch mal den Mod vorstellen. Das Update dazu. Wir gehen uns gleich den Shootermarker holen. Und ihr seht schon, hier ist auch ein bisschen was passiert seit der letzten Vorstellung. Trafo ist dazu gekommen, so eine kleine Sitzbank hier. Machen wir das Tor mal auf. Ja, die sind tatsächlich höher geworden. Die Tore gehen auch weiterhin auf. Ihr seht das hier. Die Schalter sind hier nach innen gewandert, das finde ich super. Weil man dadurch tatsächlich, also das macht einfach mehr Sinn, als die außen anzubringen. Ne? Ja. Willst nicht? Wieso willst du denn jetzt nicht? Ach, da. Der will bei mir jetzt nicht. Ich denke mal, der liebe Modder wird sich jetzt angucken, mir schreiben, warum, was ich hier falsch gemacht habe. Das liegt ziemlich sicher an mir. Schauen wir mal. Gucken wir uns an. So. Ich meine, man hatte hier eine Box, durch die man durchgehen konnte. Mal gucken, ob man das hier nicht... Quarantänebox, die ist aber auch neu, glaube ich, oder? Aber es scheint nicht so, dass man hier noch durch eine Box nach hinten durchgehen kann. Tor schließen, das ist aber hier außen das Tor. Ah gut, wir gehen mal hier hinten rum rein. Hier ist noch eine Tür, da kann man dann in den Stall rein, das ist auch nicht verkehrt. So, wieder zu, bitte. So. Tor schließen. Hier, die Objekte kann man weiterhin nehmen. Das finde ich echt total schön, dass hier so ein Objekt zum durch die Gegend tragen mitkommt, dass man den Tieren dann Wasser geben kann. Schöne Sache. Ja, hier draußen gab es für die Pferde auch Licht, aber ich meine, das war hier irgendwo auf der Seite. Ne? Da ist es. Da geht das Licht an. Schön gemacht. Aber das Licht sollte anbleiben. Das Tor wollte ich zumachen. Ne? Ja, guck mal hier, kann man hier innen auch noch Schalter umlegen, theoretisch. So. Tor schließen hier. Ja, und jetzt gucken wir uns das an, ob das wirklich so funktioniert, wie du mir geschrieben hast. Dann gehen wir uns mal den Traktor holen, packen da ein bisschen Stroh rein. Und dann sollte das ja funktionieren, ne? Dass wir entsprechend Stroh einladen können.
Ja, ihr seht schon, beim letzten Mal war ich ein bisschen besser vorbereitet, hatte ich den schon da stehen. Diesmal habe ich ein bisschen geschludert. Machen wir eine kleine Timelapse, dann geht es schneller für euch. Ja, ihr habt es gesehen, das funktioniert. Ich wusste jetzt tatsächlich nicht genau, welcher Trigger das ist, aber das scheint zu funktionieren. Dann gucken wir uns das auch direkt mal von innen an. Wir wollen ja hier auch gucken, wie das mit dem Stroh aussieht. So. Ja, da seht ihr, da liegt Stroh auf dem Boden. Hier die Pferde, hoffentlich glücklich. Erstmal, das Wasser-, Heu- und Hafer-Trigger funktionieren, da zweifle ich nicht dran, das werden wir jetzt nicht unbedingt ausprobieren müssen. Ihr habt gesehen, bei dem Shooter-Marker ist jetzt deutlich mehr Platz nach oben, ne? Also da geht jetzt richtig was unter. Die Pferde stehen hier entsprechend im Licht, ne? Die können sich da im Licht unterstellen. Die Tore gehen auf, das hat man beim letzten Mal schon gesehen, das heißt, das ist auch schön. Ja, gefällt mir sehr gut, dieser Mod. Wir können den jetzt tatsächlich auch noch einmal bei Nacht gucken, damit ihr das auch gesehen habt. 3 Uhr. So. Wollen wir doch aber vollständig gesehen haben, ne? Da oben mit diesen Dachluken da drin. Wo auch so ein bisschen Licht durchscheint. Das ist schick. Dann hier drin, ne? Volle Beleuchtung. Auch schick. Auch diese Tröge hier an den Boxen gefällt mir auch tatsächlich sehr gut. Das ist eine schöne Sache. Auch, dass die Pferde hier nicht auf Beton stehen, das ist auch schön. So soll es sein. Na, das muss ein bisschen angepasst sein. Auch hier die, gucken wir nochmal rein. Da leuchtet das Licht drin. Ne? Machen wir das Licht hier mal aus. Mensch. Wird doch vorhin angemacht hier, oder? Geht das hier an? Also die Kombination der Lichter habe ich noch nicht verstanden, wie die zusammenhängen. Irgendwo kann man das jetzt bestimmt ausmachen. Oh, hat das hier mal aus? Das ist ja die Außenbeleuchtung. Aber auch nur die Außenbeleuchtung. Ach, das scheint von innen so ein bisschen durch, ne? Ja, keine Ahnung. Da ist jetzt an, aus. Irgendwie ist mir das mit den Lichtern hier noch nicht ganz klar. Aber daran soll es nicht liegen. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr die weiteren Mod-Vorstellungen in Zukunft sehen wollt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und natürlich denkt an die kleine Glocke. Na, wenn ihr informiert werden wollt, müsst ihr natürlich nicht. Aber dann müsst ihr die Glocke ranpacken. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bye, bye und ade.